Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei den Pretty Old Pixel. Ich heiße Alexander und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Replay-Folge zum Spiel Whale's Voyage. Beim letzten Mal hatte ich ja den Auftrag, Jens Nippel zu finden, und zwar in einer Mine auf Lapis. Aber als ich dort eingetroffen bin, war er tot, erschossen von Sam Van Varam, eine weitere Kontaktperson. Die Unterhaltung mit Sam Van Varam hatte ergeben, dass Sam aus Versehen Jens Nippel erschossen hatte, weil er dachte, er wäre ein Spion. Er wusste nicht, dass es der Kontaktmann ist, den wir suchen. Er kannte ihn nicht. Und er bittet jetzt darum, dass wir die ganze Angelegenheit vertuschen, weil er Angst hat vor seinem Chef, Herrn Vostok, der gleich kommen soll. Und ich soll jetzt irgendetwas tun, damit der Herr Vostok nicht sieht, dass Sam ihn getötet hat. Ich habe wirklich gerätselt, was ich jetzt hier weiter machen muss, und ich war ziemlich ratlos. Und deshalb habe ich wieder in die Musterlösung hineingeschaut und dort musste ich leider feststellen, dass ich beim letzten Mal etwas übersehen hatte. Und zwar hätten wir beim letzten Soldaten, den wir auf Nedax getötet haben, dessen defekte Rüstung und defekte Waffe mitnehmen sollen, um diese hier abzulegen, damit Herr Vostok glaubt, dass er von den Militärs erschossen worden ist und nicht von Sam. Das habe ich aber leider nicht gewusst. Das ist natürlich ziemlich doof. Ich habe da ehrlich gesagt auch nichts auf dem Boden rumliegen sehen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück nach Nedax und die Sachen schnappen und können dann hier weitermachen. Und das mache ich jetzt mal. Also wir gehen direkt zum Bordcomputer, wählen Nedax aus und fliegen direkt hin. Wir werden angegriffen, das machen wir jetzt ganz schnell und einfach. Wir lassen einfach den Computer rechnen. Jetzt sind wir auf Nedax, wunderbar. Runter mit uns, auf Neck. Und jetzt müssen wir den Raum wiederfinden. Das wird nicht ganz so einfach sein. Ihr kennt ja meinen Orientierungssinn, aber ich glaube, das ist der Raum. Wunderbar. So, hier war er, aber hier sehe ich nichts. Aber hier sehe ich was. Schaut mal hier. Also, hier haben wir etwas scheinbar übersehen beim letzten Mal. Wir befinden uns in einer Bar. Wir nehmen mal was auf. Kaputte Rüstung, kaputte Waffe. Ich nehme hier mal die Waffe auf. Und erinnert euch, ich darf die Person nicht überladen, sonst stirbt sie. Das heißt, wir nehmen jemand anderes, der die Rüstung nimmt. So, keiner ist überladen. Wunderbar. Dann geht's jetzt wieder an Bord. Wir rüsten unser Raumschiff aus. Und ich lasse alles nochmal schnell reparieren. Denn ihr wisst ja, ich kann nur dort die Gegenstände reparieren lassen, wo ich sie auch gekauft habe. Das ist ein bisschen doof, aber man sieht jetzt hier auch wunderbar, wie schön das Raumschiff ausgerüstet ist. So, dann geht's jetzt wieder zurück nach Lapis. Und garantiert werden wir wieder überfallen. Aber da nutzen wir auch wieder unser Kampfcomputer. Jawohl. Von Freibeutern. Was ein bisschen doof ist, ist, dass die Freibeuter, wenn man sie zerstört, keine Waren oder sonst irgendetwas hinterlassen. Das wäre cool gewesen. Dann hätte es auch Spaß gemacht, diese Kämpfe hier durchzufechten. Aber ohne solch eine Belohnung, ein Incentive, macht es ehrlich gesagt gar keinen Sinn, die Kämpfe eigenhändig auszufechten. So, ich speichere erstmal ab. Wir nehmen jetzt den Spielstand Nummer... ich glaube, ich nehme wieder die 1. Wir fangen vorne an. Und auf geht's in die Mine. Und jetzt suchen wir mal nach der Leiche von Jens Nippel. Und dort legen wir dann die Gegenstände ab. So. Das muss irgendwo hier... Nee. Da ist leider kein Durchgang. Das müsste der Raum sein, aber leider bin ich von der falschen Seite reingekommen. Das heißt, wir müssen ein bisschen hoch.
Und garantiert ist er gleich wieder dieser Minenarbeiter, der im Weg steht. Ah, nein. Doch, da ist er. So, jetzt müssen wir eine Sekunde warten, bis er weggeht. Auf, auf. Vielleicht sollte man mit ihm reden. Jetzt ist er weg. Wunderbar. So, da ist Sam und da ist Jens Nippel. Und da legen wir jetzt einfach mal die Sachen weg, die wir mitgenommen haben. Einmal die defekte Waffe. Und Laura hatte die Rüstung. Okay. Wir sind wieder aufgestiegen und jetzt müssen wir gucken, was wir James für eine neue Fähigkeit geben. Was gibt es denn? Hypnotisieren, Charakter entgiften, Bewusstlosigkeit heilen, Essenz verwenden oder ausgewählte Person entwaffnen. Ich nehme mal entwaffnen. Oder? Nee, lieber entgiften. Wir nehmen entgiften. So, und Laura, da können wir jetzt auch was auswählen. Was haben wir dort? Brain Blast. Hypnotisieren, identifizieren, lähmen, einschüchtern. Okay, ich glaube, wir nehmen den Brain Blast. Gut. Das war's jetzt hoffentlich. Und jetzt gucken wir mal, wer das ist. Ist das schon der Herr Vostok oder ist es der Sam? Wir gucken mal. Was wollen Sie zu Mr. Vostok sagen? Hier wurde gekämpft. Der Geheimdienst hat Jens getötet. Nein, der FC hat einen unserer besten Leute gekillt. Wer ist ein FC? Okay. Was jetzt? Wir müssen jetzt schnell handeln. Und zwar? Wir kennen jetzt den Namen Ihres Chefs, General Not. Ja, aber was hilft uns das? Mehr kann ich jetzt nicht auswählen, komisch. Und wir wissen, dass der Geheimdienst etwas damit zu tun hat. Mr. Vostok und Sam van Baan haben sich hinaufgebeamt. Dann machen wir das jetzt auch mal. Und das Telefon läutet. Sie heben ab. Hier spricht das Hauptquartier. Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Erfolg, dass Sie Mr. Vostok und Sam van Baan zusammenbringen konnten. Aber wir haben ein anderes großes Problem. Der Spion, den Sie getötet haben, Greg Morgan, konnte geheime Informationen stehlen. Wir sind sicher, dass Sie im Hauptcomputer auf dem Sky Boulevard gespeichert sind. Finden Sie den Computer und löschen Sie alles. Rufen Sie wieder an. Dann schreibe ich mir mal schnell die Nummer auf. 0934 93330. Okay, dann wissen wir, was wir jetzt zu tun haben. Aber bevor wir weiterspielen, reparieren wir alles. Oh, schaut mal hier, der Scanner für die Mineralien war nur noch bei 52%. Das ist natürlich nicht gut. Und wir schauen mal, ob wir wieder ein bisschen Handel treiben. Und tanken natürlich vorher auf. Aber wir speichern jetzt erstmal wieder. So, wir sind auf Lapis, das heißt, hier sind die Mineralien recht günstig. Bitte Zielplanet wählen. Und Sky Boulevard, dann gucken wir mal. Also, Eisen kaufen 5000, verkaufen, nee, das bringt nichts. Bauxit bringt auch nichts. Radioaktives Material 950 im Einkauf und im Verkauf 613. Nein, das war nichts. Vielleicht Waffen? Nein, auch nicht. Muss doch irgendwas geben, was sich lohnt zum Handeln. Computerteile? Nee. So, Titanium 2336. So, das wird sich lohnen. Der Verkaufspreis liegt bei 3420. Maschinenteile? Nein. Gold? 1,23. Nein, auch nicht. Kybernetische Teile garantiert nicht. Calcium. Calcium würde sich lohnen. Was ist mit
Oxygencarbonat. Nee, das wird sich nicht lohnen. Was ist mit dem Soundempfänger? Nein. Also, Bauxit war auch nichts. Also Titanium war das einzige, oder? Irre ich mich. 3.400 im Verkauf und im Einkauf. Gut, dann kaufen wir jetzt ganz viel Titanium. Was wollt ihr kaufen? So, wo haben wir Titanium? Eisen. Radioaktives Material. Ach nee, gibt's ja gar kein Titanium. Doch, da. Wunderbar. So, das war's. Und wir fliegen hin. In Sky Boulevard waren wir noch nicht. Und da bin ich mal gespannt, was wir dort erleben werden. Und wir werden wieder angegriffen. Und das war's. Sehr gut. So, erst verkaufen wir alles. Was könnt ihr anbieten? Ah, jetzt konntet ihr sehen, wie sich auch der Preis ändert, wenn ich viel verkaufe. Das ist auch ganz interessant zu sehen. Und wir gehen jetzt auf die Planetenoberfläche. Und diesmal können wir nicht mit dem Gleiter durch die Gegend fliegen. Interessant. So, dann erkunden wir mal Sky Boulevard. Und zwar müssen wir jetzt irgendwo einen Computer finden, den wir dann löschen können. Was ist hier? Da liegt ja was. Ein Blumentopf. Den nehmen wir doch mal mit, oder? Was ist das? Uiuiui. Eine Figur, aber es ist nichts Besonderes. Schade. Hübsche Deko. Das sind wohl die Wachen hier. Relativ viele. Und hier sind einige Türen, die aber leider alle verschlossen sind. Mal gucken, ob wir mit denen reden können, aber keine Chance. Die sind zu schnell. Ich will meine Ruhe, okay. Groß reden ist nicht. So, dann gehen wir zur Seite, damit ich gucken kann, ob ich hier rein kann. Jawohl. Aha, ein neuer Händler. Den schauen wir uns mal genauer an. Entschuldigung, wo geht es hier zum Computerraum? Natürlich kenne ich den Ort, den Sie suchen, aber geben Sie mir zuerst ein automatisches Gewehr. Aha, ein automatisches Gewehr. Nichts Besonderes, ich bin nur ein Beamter. Formulare einsammeln und so weiter. Was heißt das? Wie geht es Ihnen? Recht gut, danke. Okay. Ich bin nicht schlauer als zuvor. Auf jeden Fall kriege ich den Ort nur genannt, wenn ich ihm vorher eine Waffe bringe. Eine automatische Waffe. Aber keine Ahnung, wo ich die herbekommen soll. Gehen wir hier weiter. Vielleicht löst sich ja das Rätsel. Die Tür ist zu. Also, das ist mal eine große Station. Da, der nächste. Hallo. Oh ja, hallo. Wells Golf. Das ist nicht ein hektischer Planet, nicht wahr? Das kann ich noch nicht beurteilen. So, aber hier kann ich noch nichts machen. Okay.
dann verlassen wir den Ort auch wieder. Zumindest werden wir hier nicht direkt beschossen. Das ist doch schon mal ganz nett. Was ist das? Leere Batterien. Ah, ich nehme mal eine. Vielleicht können wir die ja gebrauchen für irgendwas. Dafür, dass es kein hektischer Planet ist, gibt es hier aber sehr viele hektische Wachen. Na super. Lässt er mich jetzt... Danke. Tür ist zu. Der nächste. Guten Morgen. Guten Morgen. Können Sie uns bitte helfen? Okay, erzählt, was ihr von mir wollt. Gibt es etwas Neues? Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Das ist ja doof. Hier sind jetzt einige Personen, aber richtig weiterhelfen tun sie mir nicht. Was ist hier? Die Station zum Heilen. Das ist doch schon mal gut. Dann machen wir das doch. Merken wir uns. Gucken wir mal, was hier ist. Niemand. Dann schauen wir uns mal den Raum hier an. Da ist wieder eine Topfpflanze, die lassen wir diesmal stehen. Hier ist auch niemand. Das ist jetzt ein größerer Raum. Hier war niemand. Und da seht ihr, wie praktisch es ist, dass ich diesmal niemand als Closer habe. Die Türen bleiben offen, sodass ich dann genau weiß, ob ich da schon mal war oder nicht. Dann schauen wir mal hier. Das hat nichts gebracht. Hier kommen wir auch nicht rein. Hier war ich, glaube ich, schon, genau. Hier aber noch nicht. Zu. Halt. Das war eine Person, die ich noch nicht erkannt habe. Ach, verdammt. Hallo. Entschuldigung, wo geht es hier zum Computerraum? Geben Sie mir zuerst ein automatisches Gewehr. Natürlich kenne ich den Ort, den Sie suchen, aber geben Sie mir zuerst ein automatisches Gewehr. Hi, nichts Besonderes, ich bin nur ein Beamter. Formulare einsammeln und so. Aha. Recht gut, danke. Was ist hier? Leider nichts. Jetzt müssen wir nur eine Sekunde warten. Und dann gehen wir mal hier hoch. Leider auch nichts. Haben wir vielleicht hier mehr Glück? Nein, aber vielleicht hier. Nein, hier auch nicht. Wie sieht's hier aus? Nein. Also irgendwas muss mit diesen Formularen passieren. Denn das Spiel ist ja wirklich sehr zurückhaltend mit Informationen. Das heißt, man muss hier wirklich alles auf die Goldwaage legen, was gesagt wird.
Was können Sie anbieten? Was haben wir denn hier? Ein automatisches Gewehr. Dann kaufen wir doch eins, oder? Und wir kaufen noch mal ein bisschen Munition. Kompass habe ich schon. Elektrostab. Aerosolgranate. Wurfmesser. Nein. Okay. Was gibt's Neues? Der Sky Boulevard ist wirklich ein todlangweiliger Markt. Mhm. Gut, aber wir haben ja zumindest unser Gewehr. Laura, dann nimmst du das mal am besten zu dir. Und X-Rod, du nimmst wieder die Munition. Gut. Jetzt müssen wir nur noch die Person finden. Die das Gewehr haben wollte. Da ist er. Ich habe Mittagspause. Was? Er wollte doch die Waffe haben. Ich kann ihm leider nicht weiterhelfen. Na. Ich gebe ihm mal das automatische Gewehr, aber das macht Laura, bitteschön. Nein, danke. Okay. Habe ich mich jetzt vertan? War das doch eine andere Person? Hm. Dann gucken wir mal, ob wir die andere Person, die hier rumpatrouillierte, finden. Denn die wollte ja auch die Waffe haben. Halt. Zu. Auch zu. So, hier war ich schon. Jawohl. Hier in der Nähe war, glaube ich, auch die Person. Das war zum Heilen. Okay. Können Sie mir helfen? Okay, erzählt, was ihr von mir wollt. Er kann nicht weiterhelfen. Nee, funktioniert nicht. Das ist ja interessant. Ich habe doch jetzt die Waffe. Versteht ihr das? Jetzt ist es echt ein bisschen mühselig, die andere Person zu finden. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Irgendwie muss ich in diesen Computerraum rein. Wo ist die Person hin? Es wäre sehr schön gewesen, wenn es einen Personenscanner gegeben hätte. Damit man hier nicht so wahllos rumirrt, wie ich das jetzt gerade mache. So, wir gehen mal in den Süden. Ja, die Tür ist zu, ich weiß. Es war wieder eine Wache. Hm.
etwas irritierend. So, mal gucken, ob die Mittagspause vorbei ist. Mittagspause. Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen, aber das war er doch. Komisch. Mr. Stocker, okay. Irgendwo müssen wir jetzt den einen Herrn finden, der auch die Waffe haben wollte. So, was war das? War da das? Nein. Reginalo. Das war der Händler. Okay. Das war der Händler. Nein. Ich brauche diese eine Person mit den braunen Haaren, die hier rumlief. Wo ist sie hin? Und wo sind die ganzen anderen Wachen hin? Und es ist jetzt vielleicht ein Fehler, dass ich die Tür... Okay, vielleicht brauche ich doch den Closer. Denn es könnte ja sein, dass jedes Mal, wenn ich eine Tür offen lasse, jemand dann reingeht und ich ihn deshalb nicht wiederfinde. Gut. Das wird jetzt natürlich etwas die Suche erschweren, weil ich dann nicht weiß, ob ich da schon war, aber ist jetzt egal. Aber so weiß ich zumindest, ob der Raum leer ist oder nicht. Die Taktik funktioniert natürlich nicht, wenn die Figuren selbstständig die Türen wieder zumachen können. Das wissen wir jetzt nicht. Das wissen wir jetzt nicht. Na, waren wir schon. Ich weiß, liebe Zuschauer, tut mir echt leid, dass ich hier so rumirre. Aber es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen den einen finden, der die Waffe von uns haben wollte. Keine Ahnung, wo der Typ rumspaziert. Ah. Ich bin zu langsam, Leute. Sieht ihr das? So, jetzt. Verschwindet. Okay. Verschwindet ist nicht so gut. So, das ist das, was ich meinte. Seht ihr? Und ich gehe jetzt mal hier raus. Und dann gucken wir mal, ob denn tatsächlich die Figur aus dem Raum rauskommt. Wobei, ich habe jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, so lange zu warten. Oh Mann. Wo ist er denn? Genau, jetzt habe ich ihn eingesperrt. Lustig. Mal gucken, ob es jetzt geht. Immer noch Mittagspause. Was soll denn der Mist? Der wollte doch eine Schusswaffe haben. Ach. Da ist er.
Hallo. Eggerson, entschuldigen Sie, wo geht es im Computerraum? Natürlich kenne ich den Ort, den Sie suchen, aber geben Sie mir zuerst ein automatisches Gewehr. Okay. Mist. Wo ist er? Ach, scheiße. So, jetzt. Automatisches Gewehr. Danke. Die Räume, die Sie suchen, sind hinter dem Zimmer, in dem Mr. Wells Golf sitzt. Okay. Gut. Mr. Wells Golf, den hatten wir doch auch. Wo war er? Ah, wir sind hier wieder aufgestiegen. Gut. Essenz verwenden? Ne, sind wir nicht. Oder? Doch. Automatisches Nachladen einschalten. Scanner mit erweitertem Wissen verwenden und Gegenstand schätzen. Dann machen wir mal hier Scanner. Und was ist das hier? Gegenstand schätzen, Fallen suchen. Ja, Fallen suchen. Gut. So, wo war jetzt diese andere Person? Na, super. Jetzt irren wir hier weiter rum. Ah, der war in einem Raum, oder? War das nicht der Typ in so einem Zweierbüro? Da, mal gucken, ob er das ist. Ja, hallo. Keine falschen Worte, das ist euer Problem. Wir wollen vorbei. Bringen Sie mir zuerst das blaue Formular. Das blaue Formular. Okay. Wo kriege ich denn hier jetzt ein blaues Formular? Dann probieren wir das doch erstmal bei dem Typen in der Mittagspause, oder? Das war doch irgendwo hier. Hier, da gehen wir mal rein. Da ist er. Hallo? Bekomme das blaue Formular hier. Nein. Aha. Gibt es etwas Neues? Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Also hier kriegen wir kein blaues Formular. So, dann gehen wir mal zu dem einen Händler hier oben. Was gibt es Neues? Nee, hier gibt es auch kein Formular zu kaufen. Okay. Wo bekomme ich denn jetzt hier das blaue Formular? Wo kriege ich hier ein blaues Formular? Also suchen wir mal wieder die Station ab. Das ist ja echt ein netter Ort hier. Ich mach die Türen wieder auf. Sprich, ich mach aus dem James wieder einen Scout. Ja, wo kriege ich denn hier ins Formular? Was hat er denn da auf dem Tisch? Glas und Flasche. Nee, das hilft nicht. Bekommen wir das blaue Formular hier? Sicher, das blaue Formular bekommen Sie hier. Bringen Sie mir zuerst das gelbe Formular. Ein gelbes Formular. Okay.
Okay, also hier müssen wir das gelbe Formular abgeben. Dann gehen wir zunächst einmal zu dem Herrn in der Mittagspause, in der Hoffnung, dass er das blaue Formular hat. Nein, das gelbe Formular. Mal gucken. Bekommen wir hier das gelbe Formular? Natürlich können Sie das gelbe Formular hier bekommen. Aber bringen Sie mir zuerst das grüne Formular. Ach nee, komm. Und wo soll ich denn das grüne Formular herbekommen? Oh Mann. Also das grüne Formular. Mal gucken, ob wir das hier bekommen. Nein, okay. Dann gucken wir mal, ob nicht der Herr, der das Blaue haben möchte, auch derjenige ist, der das Gelbe hat. Moment. Ja, okay. Formulare einsammeln. Aber er hat keins. Okay. Das wäre auch zu einfach jetzt gewesen, oder? Dann gucken wir mal. Nee, okay. Blau, gelb. Und jetzt muss ich irgendwo ein weißes Formular herbekommen. So, vielleicht hier. Bekommen wir hier das grüne Formular? Ja, das bekommen Sie hier. Bringen Sie mir zuerst das rote Formular. Ey, Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja jetzt echt nicht wahr sein. Das rote Formular. Das ist ja hier ein Rumirren. Nein, er will das Blau. Gut. Dann gucken wir mal, ob der hier denn zumindest das rote Formular hat. Ah, jetzt haben wir schon mal das rote Formular. Okay. Jetzt habe ich mehrere davon. Gut. Ich kann leider nicht mehr tragen. Naja, also Leute. Gut, dann schauen wir uns doch mal an, was in diesem roten Formular beschrieben steht. Rotes Formular. Name geboren. Ah, okay, gut. So, dann geht's wieder zurück. Das war doch hier irgendwo hier oben, oder? Da. So, dann geben wir ihm doch mal das rote Formular. Jetzt habe ich das grüne, wunderbar. Dann nehmen wir das grüne Formular. Und da gehen wir jetzt wieder zurück zu dem Typ mit der Mittagspause. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben wir jetzt das gelbe Formular. Sehr schön.
dann nehmen wir jetzt das gelbe Formular. So, gelbe Formular, wo ist es denn? Den hatte ich da eingesperrt, oder? Ah, da, auf der anderen Seite. Oder ist es der hier? Ich probiere noch mal hier. Okay, und jetzt habe ich welches Formular gekriegt? Ein blaues Formular. So. So, und jetzt müssen wir wieder zu dem Herrn. Aber das ist er nicht, ne? Welsgolf. So, wo sitzt Herr Welsgolf nochmal? Das war doch irgendwo hier. Ah, hier war das. Blaue Formular, sehr gut. Okay. Und jetzt? Ja, und wie? Geben Sie mir 10.000... Oh Mann, jetzt auch noch Beamtenbestechung, ja? Bitteschön. Und die Tür hat sich jetzt geöffnet. Super. Und jetzt müssen wir irgendwie den Computer löschen und sabotieren. Na, hier komme ich nicht vorbei, oder? Meine Damen, meine Herren, ich glaube, das ist wieder ein guter Augenblick zu enden heute. Es war mal wieder eine interessante Folge, auch wenn ich hier sehr viel herumgeirrt bin. Ein bisschen zu sehr herumgeirrt, wenn ihr mich fragt, fand ich nicht so gut. Ich hoffe, dass es nicht allzu langweilig für euch geworden ist. Ich würde mich aber sehr darüber freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet bei den Pretty Old Pixel. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute, bleibt gesund, bis bald, tschüss!